Verbände sagen, hier muss geklagt werden, das geht nicht. Das ist was völlig anderes. Dieses Waldgebiet bei Tesla, ja, das ist kein Urwald. Geht doch da mal hin, guckt euch das doch mal an. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Wir haben es Dienstag, den 18.02. und ich muss mich einfach heute mal zu Wort melden. Es ist normalerweise nicht meine Art, mich in irgendwelche politischen Diskussionen einzumischen, gerade hier auf YouTube nicht. Aber in dem Fall muss ich jetzt einfach mal das Wort ergreifen und sagen, Leute, was hier gerade im Moment in Deutschland abgeht, das spottet einfach jeder Beschreibung. Ihr könnt euch vorstellen, worum es geht. Es geht natürlich um Tesla. Beziehungsweise das, was bei Tesla gerade beim Bau der Gigafactory 4 in Brandenburg los ist. Der Bau hat noch nicht mal begonnen und irgendwie hat man das Gefühl, die Welt bricht zusammen. Und das Ganze ist aus meiner Sicht ein hervorragendes Beispiel dafür, in welchem Zustand sich dieses Land eigentlich befindet, beziehungsweise welche Gedanken bei manchen Leuten irgendwie durchs Hirn gehen und man wirklich das Gefühl haben muss, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Ja? Wir sind irgendwie in Deutschland der Meinung, wir wollen irgendwie alle Klimaschutz und wir wollen alle irgendwie ganz viel für die Umwelt und fürs Klima tun. Und sobald irgendeiner anfängt, irgendwas zu machen, gibt es sofort irgendwelche Leute, die im wahrsten Sinne des Wortes sofort auf die Bäume springen und sagen, das geht alles also überhaupt gar nicht. Ja? Also am Beispiel von Tesla kann man das wirklich wunderbar sehen. Worum geht es denn hier? Nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, es geht hier darum, eine Fabrik zu bauen, die nicht nur Tausenden von Leuten Arbeitsplätzen und Sicherheit gibt und auch sicherlich ein sehr gutes Gehalt, sondern es geht darum, auch ein Stück mobile Zukunft zu gestalten mit Elektrofahrzeugen, die dort auf möglichst umweltfreundliche Art und Weise hergestellt werden und von dort in Europa dann verkauft werden. Es geht also um das Thema Elektromobilität voranzubringen und dazu muss man natürlich irgendwo eine Fabrik bauen, das ist ja irgendwie ganz klar, ohne Fabrik geht das nicht. Jedes Auto, was man kauft, muss in irgendeiner Fabrik hergestellt werden, das fällt nicht vom Himmel. Und nun hat man sich dort also ein Gelände ausgesucht, was hervorragend dafür geeignet ist und auf diesem Gelände stehen jetzt Bäume. Ja, diese Bäume, die stehen da, das ist aber kein Wald. Natürlich ist es ein Wald, weil eine Ansammlung von Bäumen ein Wald ist, aber es ist kein schützenswerter Wald. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber das ist doch letztlich, was dort angepflanzt wurde, ist eine Kiefernmonokultur, die dann nur dafür dort angepflanzt wurde, um sie eines Tages abzuholzen, sprich zu ernten, weil man mit dem Holz was machen will. In dem Fall ist es Holz für die Papier- und Pappeindustrie. Ich meine, jeder, der ein Blatt Papier benutzt oder irgendein Päckchen von Amazon oder von wem auch immer bekommt oder zu Hause Möbel aus Holz hat oder irgendwas, was mit Holz zu tun hat und wenn er nur Klopapier verwendet, der braucht Holz dafür und das Holz muss doch irgendwo wachsen. Und das sind normalerweise Bäume, ja, die man dann dafür schlägt, also erntet. Wir können ruhig das Wort roden hinnehmen, warum auch nicht. Ja, Bäume werden eben gerodet und dann entsprechend zu Beispiel zu Papierfasern weiterverarbeitet werden oder zu Möbeln oder zu sonst irgendwas. Bleiben wir doch noch mal kurz bei dem Thema Bäume und Bäume, die abgeholzt werden. Ich wohne ja im Südwesten Berlin in einer mittelgroßen Gemeinde und ich zeige euch einfach mal, was man hier so sehen kann. Ja? Guckt mal, hier drüben gegenüber der Straße, da sind zum Beispiel zwei neue Häuser gebaut worden. Und für die sind dort die Grundstücke freigeräumt worden. Da sind nämlich Bäume abgeholzt worden und da ist gebaut worden. Und wo vorher Bäume waren, tja, die sind jetzt weg. Und wer kümmert sich um die Nachpflanzung? Kein Mensch. Auf Nachfrage der Gemeinde habe ich mal erfahren, es werden etwa 1000 Bäume pro Jahr gefällt. Und wie viele werden davon nachgepflanzt? Keine Ahnung. Krass, oder? Und in dem Augenblick, wo man also einen Nutzwald roden will und nutzen will, da gibt es sofort die unglaublichsten Proteste, da geht die Welt unter, da müssen sich die Umweltverbände aufspielen, als wenn sonst irgendwas wäre. Und wenn man das mal weiter überlegt, das ist ein Monokultur-Kiefernwald, der letztlich auch extrem anfällig ist für Klimawandel, für Trockenheit. Das heißt, die paar Tiere, die sich da angesammelt haben, die verlieren ihren Lebensraum sowieso, weil das Klima sich wandelt.
So, jetzt hat man gesagt, okay, diese Bäume dort, die werden gerodet und wir werden an anderer Stelle dort eine entsprechend dreimal so große Fläche an einem ökologisch wertvollen Mischwald anpflanzen, der auch noch klimawandelresistenter sein wird, als das, was da im Moment irgendwie jetzt abgeholzt wird, wo Tiere wieder eine neue Heimat finden und lange dort bleiben können. Ja, und auch hier, wo so eine schöne Stadtvilla entstanden ist, standen noch vor wenigen Monaten Bäume auf dem Grundstück. Inzwischen sieht es so aus, die Bäume sind weg, es ist nichts angepflanzt worden und weiter hinten im Garten sieht man auch nur ein bisschen Rollrasen und Koniferen. Also ehrlich gesagt, wenn sich ein Umweltverband darum kümmern würde, würde ich das gut finden. Aber ich frage mich, wo sind die eigentlich bei diesen Dingen? Und wenn wir schon mal dabei sind, ich habe mal geguckt, wie viel Fläche geht denn so in Deutschland eigentlich pro Tag verloren, indem die versiegelt wird, also bebaut wird. Das sind 81 Hektar, die pro Tag alleine in Deutschland für solche Bauvorhaben, Straßen, für Grundstücke, Bebauung, Häuser und so weiter verloren gehen. 81 Hektar gehen verloren. Und ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass dort überall man sich so viele Gedanken darum macht, die Tiere und alles das zu schützen, so wie es jetzt bei Tesla zum Beispiel gemacht wird. Ich will jetzt gar nicht hier irgendwie für Tesla Werbung machen, obwohl das natürlich so rüberkommen muss. Aber ich glaube, man muss das Ganze irgendwie wirklich mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Und diese Verhältnisse, die scheinen irgendwie mächtig aus dem Ruder gelaufen zu sein. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass wir es irgendwie im Moment alle nicht richtig auf die Reihe kriegen. Also ich nehme mal auch das Beispiel erneuerbare Energien. Ja, so, wir haben im Moment immer noch diese Regel, dass wahrscheinlich im März oder April, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, keine neuen PV-Anlagen mehr eine Förderung, also sprich Einspeisevergütung bekommen, weil immer noch dieser sogenannte 52 Gigawatt Deckel besteht. Ganz kurz, was heißt das? Wir haben in Deutschland eine große Anzahl an PV-Anlagen, die meisten übrigens von Privatleuten, die gebaut werden, und die bekommen für den Strom, den sie nicht selber verbrauchen, eine Einspeisevergütung. Das ist auch richtig so, denn den Strom, den können wir ja alle auch gebrauchen. So, jetzt haben wir also in Deutschland im Moment schon so um die 52, 53 Gigawatt an Solarleistung installiert, und die letzte Bundesregierung hat beschlossen, dass ab einem Erreichen von 52 Gigawatt installierter Solarleistung es keine Einspeisevergütung mehr geben soll. Jetzt fragt ihr euch, warum? Naja, um die alte Kohleindustrie zu schützen. Das wäre ja furchtbar. Ja? So, und dieser, wir brauchen aber diese Energie für Elektrofahrzeuge, für Wärmepumpen, für die Herstellung von Wasserstoff und. Wir brauchen noch viel mehr, mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache. Die Flächen sind vorhanden. Guckt euch doch mal die Dächer an. Wenn ich hier bei mir durch die Gegend fahre, hier kannst du an jedes zweite Hausdach eine Solaranlage dran schrauben, ist aber nicht. Und dann haben wir immer noch diesen 52 Gigawatt Deckel, der eventuell verhindert, dass neue Solaranlagen dieses Jahr in Betrieb gehen. Da muss man sich mal an den Kopf fassen, ja. Wir sind dabei, auf dem besten Wege dabei, die Windindustrie in Deutschland komplett kaputt zu machen, weil irgendwelche Leute der Meinung sind, wir werden wahnsinnig von dem Lärm, der davon ausgeht. Leute, es ist nicht zu fassen, ist das, was da abgeht. Wir haben die Biogasindustrie kaputt gemacht, ja. Von wegen, wäre es ja nur noch Maismonokultur. Wenn man in Deutschland eine kleine Solaranlage in Betrieb nehmen will auf seinem Balkon mit einem oder vielleicht mit zwei Solarmodulen und da vielleicht so im Durchschnitt über den Tag gerechnet 100 bis 200 Watt erzeugen will, die man dann in seinem Kühlschrank verbraucht oder was weiß ich wo, dann muss man bei einigen Netzbetreibern im Moment in Deutschland so ein Anmeldechaos über sich ergehen lassen, weil die der Meinung sind, die Welt bricht zusammen, wenn man so eine kleine Solaranlage per Schuko-Stecker an die Steckdose anspeist. Natürlich bin ich dafür Sicherheit, das ist doch gar keine Frage. Aber was für ein Affentanz und für ein Zirkus da drum gemacht wird, wenn es um solche Sachen schon geht, da fässt man sich an den Kopf, was hier in Deutschland im Moment los ist, ja. Und alle wollen das. Wir reden von Plastikmüll und sind Plastikmüll-Weltmeister, ja. Also ich meine, ich krieg's echt nicht mehr auf die Reihe, ja. Und was passiert auf der anderen Seite? Soll mal schön alles bei Diesel und Benzin bleiben, ja? Wollen wir weiter schön Ölheizungen und Gasheizungen installieren anstatt Wärmepumpen? Andere Länder sind da schon viel weiter voraus. Die haben angekündigt, dass keine Verbrenner mehr zugelassen werden dürfen. In Dänemark zum Beispiel dürfen schon seit
ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr in Betrieb genommen werden. Das muss alles mit Fernwärme oder Wärmepumpen gemacht werden. Ist ja auch richtig so. Ist ja auch vernünftig, ja. Und was wir hier in Deutschland machen, das grenzt nahezu an Hysterie. Ja, also es ist unfassbar. Willst du hier eine Windkraftanlage hinstellen, kommen sofort 1000 Leute, die sagen, geht nicht. Ja, die soll bitte irgendwo anders aufgebaut werden, aber nicht bei mir. Soll irgendwo ein Kabel verlegt werden, sollen Kabeltrassen gelegt werden, um den Windstrom vom Norden in den Süden zu bringen. Hast du sofort 20 Bürgerinitiativen, die sagen, ist ja alles schön und gut, aber nicht bei mir. Und das Schärfste, was ich finde, ist, dass jetzt die Grüne Liga, dieser komische Verein VLAB, dieser Landschafts- oder Umweltschutzverein da aus Bayern, die jetzt auch gegen die Gigafactory in Berlin planen, übrigens mit Connections zur AfD, die sagen immer, ja, wir sind ja nicht gegen Elektromobilität, wir sind ja gar nicht gegen Tesla. So ein Schwachsinn, natürlich seid ihr dagegen. Trifft doch Tesla, trifft doch die Elektromobilität, was auch immer, ja. Ist doch Unsinn, diese Argumentation. Warum setzt ihr euch denn nicht hin und diskutiert mit den Leuten? Geht doch mal hin, schaut euch doch mal an, was da gemacht wird. Da wird jeder einzelne Ameisenhaufen mit einem Zaun umgeben und wird umgesetzt, ja. Jede Fledermaus wird da rausgeholt. Lest doch mal die Umweltverträglichkeitsprüfung, steht doch alles drin, ja. Dann höre ich das Wasser, die Diskussion um das Wasser, da wird mir ja wahnsinnig. Ist denn irgendeiner ernsthaft der Meinung, dass man den Häuslebauern, die dort in Grünheide ihre Grundstücke haben, dass man denen das Wasser absperrt, nur weil man Autos baut? Hallo? Hallo, geht's noch? Das ist doch völliger Unsinn. Das sind da Verschwörungstheorien. Am besten kommt jetzt noch einer und sagt, die Erde ist flach, ja? Also ich krieg's echt nicht mehr auf die Reihe. Ich will auch euch gar nicht um Kommentare oder sowas dazu bitten, weil die Kommentare, die gehen sowieso. Aber ich muss das einfach mal loswerden. Das ist völlig irre, was im Moment hier irgendwie abgeht, ja? Ja, und was heißt das jetzt für die Umweltverbände? Sollen die etwa ihre Arbeit einstellen und keinerlei Kritik mehr üben? Nein, natürlich nicht. Umweltverbände sind echt was Gutes. Das ist ein hohes Gut, was wir haben. Aber manchmal bekommt man so ein bisschen das Gefühl, als ob man vielleicht so ein kleines bisschen über das Ziel hinausschießt und vielleicht eher Fortschritt und Weiterkommen verhindert. Ich weiß nicht. Ich würde mir wünschen, dass so ein Umweltverband wie die Grüne Liga oder der BUND oder wer auch immer Probleme mit der Tesla Gigafactory in Berlin hat, ihre Aufgabe wahrnimmt, in denen das kontrolliert wird, was denn dort dann an Ausgleichsmaßnahmen zum Beispiel geschaffen werden soll. Das heißt, die Anpflanzungen kontrollieren, beraten, was wird dort angepflanzt, wie siedelt man dort die Tiere an, wie ist das mit Wasserläufen, wie kann man das so gestalten, dass dort möglichst schnell Tiere wieder ein neues Zuhause finden, dass sie dann auch über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte behalten können. Denn das, was da geschaffen werden soll, das ist ja kein Nutzwald, das ist ja dann ein Wald, der bleibt. Und das würde ich vielleicht mir ein bisschen, doch nicht vielleicht, das würde ich mir von den Umweltverbänden wünschen, sich wirklich mal in dieser Richtung zu engagieren und nicht, naja, ich bin jetzt mal ein bisschen plakativ und sage, immer Nein zu sagen, wobei ich natürlich weiß, dass das so nicht richtig ist. Tja, das wäre mein Wunsch an die Grüne Liga und an alle anderen Umweltverbände. Kümmert euch darum, beratet, helft mit, bringt eure Expertise ein, dass das gemacht werden kann. Vielleicht noch ein Nachsatz. Ich bin nicht für chinesische Verhältnisse, um Gottes Willen. Ich möchte nicht, dass wir einen Staat haben, in dem sozusagen der Staat den Bürgern vorschreibt, was gemacht wird. Ich bin sehr für die Einhaltung von allen möglichen rechtlichen Bedingungen. Aber ehrlich gesagt, wenn es darum geht, einen Urwald zu schützen, ich nehme mal als Beispiel den Hambacher Forst, ja, da stehe ich voll dahinter, wenn Umweltverbände sagen, hier muss geklagt werden, das geht nicht. Das ist was völlig anderes. Dieses Waldgebiet bei Tesla, ja, das ist kein Urwald. Geht doch da mal hin, guckt euch das doch mal an. Da ist ja nicht mal Unterholz vorhanden. Da ist ja nicht mal Totholz vorhanden, wo Tiere Unterschlupf finden. Da ist nichts. Guckt euch doch mal die Fotos an, die diese komischen beiden Baumbesitzbesetzerinnen da gemacht haben. Guckt euch doch die Bilder mal an. Da steht eine Kiefer neben der nächsten. Da ist ja gerade mal ein bisschen Moos unten auf dem Boden. Das ist doch Unsinn, was da läuft, ja? Also, wie gesagt, bitte, natürlich, keine chinesischen Verhältnisse. Aber mit Sinn und Verstand dran gehen. Wir wollen alle Klimaschutz, wir wollen alle Umweltschutz, aber der fällt nicht vom Himmel. Dafür muss investiert werden, dafür muss auch gebaut werden, dafür wird auch an der einen oder anderen Stelle Natur nochmal
vernichtet werden und vielleicht an anderer Stelle wieder verbessert aufgebaut werden. Das ist nicht zu vermeiden, wenn wir diese alten Strukturen überwinden wollen. Klimaschutz und Umweltschutz ist keine romantische Sache, wo man hier und da mal ein Windrad hinbaut. Das ist eine Industrie. Wir wollen alle mit Strom und Wärme versorgt werden. Die muss erzeugt werden. Dafür braucht es Anlagen. Ja? Und die wird man sehen. Man wird aus dem Fenster gucken und wird diese Anlagen auch sehen. Es ist nicht anders zu machen. Ansonsten müssen wir wieder hin, dass wir irgendwo Großkraftwerke bauen, Atomkraftwerke bauen oder sonst irgendwas. Es ist auch nicht der Weg, die Energie aus irgendwelchen anderen Ländern zu holen, ja, weil das verändert, das verbessert nichts an der Situation. Das wollte ich nochmal hinterher schieben. Nur, dass keiner von euch jetzt der Meinung ist, ich will hier irgendwelche ökodiktatorischen chinesischen Verhältnisse haben. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und es ertragen habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich muss das einfach loswerden. Ich fahre jetzt zur Arbeit, komme mal wieder ein bisschen runter. Bis zum nächsten Mal. Julian sagt ciao. Ciao.